Hallo, hallo, guten Morgen. Puh, ich bin ein bisschen K.O., ehrlich gesagt. Es war schon ganz schön anstrengend gestern. Vor allem habe ich es mir selber anstrengend gemacht, weil ich gedacht habe immer, hoffentlich kann ich so sagen, dass alle verstehen, was ich sagen will. Und das ist natürlich schon wieder, hey, guten Morgen, das ist natürlich schon wieder so ein Killer, den kennen alle. Hoffentlich verstehen mich alle, hoffentlich jetzt sind alle da, hoffentlich kann ich so sagen, dass sie alles verstehen. Und ja, natürlich habe ich dann das Gefühl, keiner hat verstanden, was ich gestern präsentiert habe von der Divine Design Reise. Aber irgendwie will ich das nicht glauben. Ich will glauben, dass ich alle inspiriert habe, sich auf ihre eigene Divine Design Reise auszurichten. Weil, überleg mal, wir haben so, so lange probiert, einen Weg zu finden. Deswegen sind wir auch alle hier. Ursprünglich auch wegen meiner Reise mit Dr. Joe Dispenza. Und immer noch ist es für die meisten Menschen so, dass es unmöglich erscheint, ein außergewöhnliches Leben zu kreieren, weil wir eben noch keine außergewöhnlichen Vorstellungen haben, weil wir uns noch nicht außergewöhnlich erlauben zu denken. Wir erlauben uns noch nicht mal, uns außergewöhnlich zu fühlen auf eine lange Zeit. Das ist ja etwas außergewöhnlich, bedeutet außer der Norm, außer dem, was die meisten machen, außer dem, was wir gelernt haben, außer dem, was alle für normal halten. Und wenn wir da nicht ausbrechen, aus diesem menschlich gelernten, menschlich konditionierten, aus diesen menschlichen Ansichten, die eben die meisten teilen, weil sie die meisten so gelernt haben und mitbekommen haben, dann werden wir ein gewöhnliches Leben weiterführen. Und das ist die traurige Wahrheit. Wenn ich nicht erlaube mir, eine außergewöhnliche Person, sogar eine außergewöhnliche Persönlichkeit zu sein, dann werde ich kein außergewöhnliches Leben führen. So einfach ist das. Und jetzt gibt es 100.000 Dinge, warum ich mir nicht erlaube, eine außergewöhnliche Person zu sein. Und das liegt in dem, was ich gelernt habe. Das liegt in dem, was mir gesagt wird. Und immer wieder wird mir gesagt, ja, du kannst das Außergewöhnliche erreichen. Ja, du kannst das Außergewöhnliche tun. Und dann, guten Morgen, Andrea. Ja, ich mache gerade so ein Recap von gestern, weil auch mein Kopf irgendwie so voll ist von selber schon, von eigener Information. Und ich versuche das jetzt ein bisschen klarer noch zu kriegen, was ich eigentlich erreichen will und warum diese Divine Design Reise für mich das Ultimative ist, um sich aus dieser Norm zu befreien, um sich daraus zu befreien und im Wunsch leben zu dürfen, weil sonst bleibt der Wunsch immer etwas, was außerhalb von mir ist. Deswegen bleibt der Wunsch immer etwas, was ich zu erreichen habe. Deswegen bleibt der Wunsch immer etwas, was scheinbar für mich nicht möglich ist. Dabei wäre es einfach so schnell und so einfach für mich möglich, wenn ich mich darauf einlassen würde, jemand Außergewöhnliches zu sein. Und da habe ich schon wieder so viele Grenzen und gestern Abend, es war so eine schöne Diskussion auch noch an meinem Vortrag, wo dann auch gesagt wurde, ja, aber das kann doch nicht so gut sein. Das Leben ist doch nicht hier, um einfach nur gut und schön zu sein. Wir sind doch nicht hier, um auf dem Kinderspielplatz zu leben. Das sind genau diese Vorstellungen, genau diese Gedanken, die uns eingetrichtert worden sind, die es nicht erlauben, diesen außergewöhnlichen Pfad auch zu gehen. Einen Pfad, der nicht Hustle heißt, der nicht Struggle heißt, der nicht Kämpfen heißt, sondern einen Pfad zu gehen, der heißt, ja, ich bin göttlich. Mein wahres Design ist viel, viel mehr als das, was ich mir jemals vorstellen kann. Mein wahres Sein, schon alleine die Vorstellung, guten Morgen, Gabi, schon alleine die Vorstellung, dass
mein Herz doch schlägt. Einfach so. Ist es nicht geil? Das schlägt und ich bin einfach so hier. Und ich muss nichts machen. Ich muss mich nicht drum kümmern. Ich muss nicht dafür sorgen. Ich muss keine Angst haben, dass es aufhört. Das haben wir alle verinnerlicht. Das ist für uns sonnenklar. Aber das ist doch außergewöhnlich. Es ist nicht außergewöhnlich, dass tatsächlich Dinge passieren, ohne dass wir es kontrollieren und manipulieren. Wer oder was macht das? Warum bin ich hier mit meinem kleinen Erbsenverstand und schaffe es nicht, einfach anzunehmen, dass hier was Außergewöhnliches ist? Dass ich eine außergewöhnlich grandiose, geniale Kreatur bin. Warum erlaubt mir mein Denken das nicht? Weil ich's nicht so gelernt habe. Und jetzt kann ich's doch umlernen. Jetzt kann ich's mir doch klar machen. Schritt für Schritt stärker und stärker diese Klarheit für mich zu gewinnen, dass ich jeden Morgen aufstehe und sage, ja! Ich bin außergewöhnlich und heute wartet ein außergewöhnlicher Tag auf mich. Und der entscheidende Punkt ist, dass ich das in die Welt hinaustrage. Das ist so entscheidend, dass ich mich traue, jedem Lebewesen, egal wie oder was, so entgegenzustehen, wie ich wirklich bin, als dieses göttliche, außergewöhnliche Wesen. Und da hakt's immer wieder. Immer wieder traue ich es mich nicht. Immer wieder habe ich irgendwelche Ausreden. Immer wieder darf ich das nicht sein, was ich will. Und daran gilt es doch jetzt zu arbeiten. Daran gilt es doch wirklich jetzt zu arbeiten und zu sagen, ich zeige mich in meiner göttlichen Version, ich gehe jetzt diese Divine Design Reise und ich lasse diesen eingesperrten, unterdrückten, kleinen Mensch zurück. Ich muss den nicht mehr mitnehmen. Ich muss dieses Menschlein nicht mitnehmen. Und es ist so viel mehr als das innere Kind zu bearbeiten. Es ist so viel mehr. Es ist so ein kleiner Teil zu erkennen, dass vielleicht in mir noch irgendeine kindliche Vorstellung, ein kindlicher Gedanke, den ich mir früher angeeignet habe, herrscht. Aber ich muss nicht erwachsen werden, um hier in dieser menschlichen Welt zu funktionieren. Viele sagen auch, ich will gar nicht erwachsen werden, weil sie glauben, dann könnten sie dieser menschlichen, erwachsenen Stresswelt voller Anforderungen und Bedingungen entkommen. Aber es ist noch so viel mehr, für was wir hier sind. Es ist das Höchste. Es ist das absolut perfekte, bedingungslose, diese Kraft und Macht, die sich einfach zeigt, dass wir bedingungslos entscheiden können, wer wir sind jeden Moment. Und da muss ich nicht erst innere Kinder bearbeiten, sondern ich muss einfach nur diese Reise gehen und unterwegs kommen mir Dinge hoch, wo ich merke, das passt nicht zu meinem Divine Design. Das ist nicht eine Wahrheit, das ist eine Lüge, die ich hier noch mitschleppe. Diese decke ich auf und diese transformiere ich. Das ist die Reise. Das ist die Reise. Und ich gehe weiter und weiter, ich gehe tiefer und tiefer und bin dann einfach die göttliche Version, die weiß, dass sie alles in ihrer Vorstellung, in seiner Vorstellung entsteht. Alles ist meine Vorstellung. Alles. Und das meinem Verstand, meinem analytischen, logischen, konditionierten, trainierten, intelligenten Verstand klar zu machen, das ist das Stück der Reise. Das Stück der Reise, hier klar zu machen und zu sagen,
denkt nicht mehr als Mensch in Beschränkungen, in Bedingungen, in Zusammenhängen, sondern denke als Gott, als Schöpfer, als Kreator. Und das bedeutet, die Dinge sind. Und wenn alles ist, weil ich es mir nur vorstellen kann, dann darf ich daran arbeiten, diese Version von mir in eine menschliche Form zu bringen. Und diese Version von mir, die geht nicht in Beschränkungen durchs Leben. Sie geht in unbeschränkten Möglichkeiten. Die weiß, dass jeder Wunsch ein Befehl ist. Die weiß, dass es außergewöhnlich ist. Und diesen außergewöhnlichen Weg zu gehen, das braucht Mut. Das macht Angst. Aber überleg dir mal, alles, was du möchtest, ist schon da. Aber du hast in deinem Kopf Vorstellungen, die dir sagen, dass es nicht da ist, die dir sagen, dass es nicht für dich da ist, die dir sagen, dass es kompliziert ist, die dir sagen sogar, dass es nicht möglich ist. Aber dein Human Design weiß, dass es möglich ist. Dein Divine Design weiß, dass es möglich ist. Dein Human Design erzählt dir ganz viele Sachen, weil es eben aus den menschlichen Regeln gemacht ist, weil es den menschlichen Regeln folgt. Und das Einzige, was du machen kannst, ist dich daraus erheben und zu sagen, ich folge jetzt aber den göttlichen Regeln. Und das bedeutet, die musst du kennenlernen. Diese göttlichen Regeln, diese Regeln der Liebe, der Schöpfung aus Begeisterung, die hast du kennengelernt, schon in ganz, ganz kleinen, vielen, vielen Sachen. Aber anwenden tut sie keiner, weil diese menschlichen Regeln ja so präsent sind, weil diese menschlichen Regeln uns ja so verbinden, weil diese menschlichen Regeln, über die können wir reden und können sagen, ja, weißt du, ich habe auch die und die Krankheit und wie schwer ist denn das? Und weißt du, ja, und so, und jeden Tag stehe ich auf und enne. Ist super verbindend. Da kann ich Stunden damit füllen. Aber mit wem kann ich stundenlang darüber reden, was meine außergewöhnlichen Wünsche sind, wie ich mich fühle als außergewöhnlich wunderbare Person? Mit wem kann ich drüber reden, der die ganze Zeit sagt, ja, ja, und da ist noch so viel mehr von dir. Und ja, 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 du bist noch so viel toller. Und ja, 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 du darfst noch so viel mehr haben. Du darfst dir noch so viel mehr wünschen. Du darfst dir noch so viel vorstellen. Mit wem kannst du darüber reden, wie toll du bist? Mit wem kannst du über deine Träume reden? Mit wem kannst du deinen ganzen Bullshit transformieren? Mit wem kannst du wachsen und ausdehnen in die Unendlichkeit und er sagt, da ist noch mehr und sie sagt, ja, 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 genau, du gehst den richtigen Weg. Mit der göttlichen Stimme in dir, die ich versuche dir zu repräsentieren, wenn du mit mir auf die Divine-Reise gehst, auf die Divine-Design-Reise, dein eigenes Divine-Design, dass ich dir nicht sage, wo es ist, sondern ich dir nur sage, du bist es schon, aber du weißt es nicht. Darum geht's doch. Und das schaffen wir zusammen nur. Weil alleine, da sind wir wieder im Außen, reflektieren uns in den Unmöglichkeiten, in all den Bedingungen, die uns sagen, ja, aber jetzt hast du nicht jeden Tag das und das gemacht. Es ist egal, was du jeden Tag machst. Es ist egal, was du jeden Tag für eine Routine machst. Es ist einfach nur wichtig, dass das, was du machst, was du denkst, was du fühlst, wie du handelst, also ob du meditierst, ob du schreibst, ob du tagträumst, ob du was auch immer du machst. Es sollen Dinge sein, die dich darin bestärken, wie großartig du bist, wie du in die Energie kommst, der Person, die außergewöhnlich wunderbar ist. Das gilt es zu tun. Und zwar nicht nur 2 Stunden am Tag, sondern im Hinterkopf in deinem Hinterkopf, in deinen hintersten Gedanken,
eine Schlaufe zu installieren, die sagt, ja und doch bist du geil. Und ja und doch bist du wunderbar. Und ja und doch steht dir alles zu. Ja und doch entsteht alles in deiner Vorstellung. Ja und doch ist es schon da. Ja und doch darfst du es schon fühlen. Ja und doch ist alles in bester Ordnung. Ja und doch bist du heil und perfekt. Anstatt diesen ganzen Quatsch, der immer wieder im Hinterkopf läuft, und es geht nicht, und du kannst es nicht, und wie soll es denn gehen, und wer hat es denn schon geschafft, und jetzt schauen wir mal, wie es andere gemacht haben, und jetzt suchen wir uns mal einen Weg, den andere geschafft haben. Das ist immer wieder das, was nicht geht. Du kannst nicht jemand anders sein als die grandiose, divine, göttliche, super perfekte Version von dir selber, die du schon bist. Und das hält so auf, immer wieder zu suchen und zu machen, wie es andere machen, anstatt hier drinnen zu suchen, wie es mir entspricht in meiner Wahrheit. Da mich drauf einzulassen, mich auf mich drauf einzulassen, mich auf die höchste, beste Version von mir selber einzulassen und da so tief reinzugehen, dass mein Herz aufploppt und ich fast Tränen in den Augen habe, weil ich so glücklich mit mir selber bin, über mich selber, weil ich so glücklich darüber bin, was ich sage, was ich ausdrücke, was ich mir erträume, was ich will, was ich für Wünsche habe, für mich, für die Welt, für alles andere. Darum geht's. Und das ist da drin. Dieses Divine Design ist schon da angelegt. Aber wenn ich draußen die ganze Zeit versuche, ein Human Design zu verstehen und für mich, mich passend zu machen, anzupassen ein Human Design, dann verzweifle ich. Dann verzweifle ich, weil da geht nichts. Da renne ich an. Und da renne ich einem Guru nach dem anderen nach. Da renne ich einem Coach nach dem anderen nach. Da will ich so sein, da will ich so machen, da will ich so aussehen. What? No! Da drin ist alles, was ich an Schönheit mir wünsche. Nur muss ich es jetzt über mich nach außen stülpen. Über mich. Und aufhören, die Schönheit über irgendwas im Außen für mich reinzuholen. Verstehst du diesen Unterschied? Da drin dieses Gefühl zu haben, wow, und ich bin gut genug und ich bin wunderbar und ich bin wunderschön und ich verdiene das Allerbeste und jetzt kreiere ich mir die Vorstellung von mir als die mit dem besten Leben, als die mit der besten Beziehung, als die mit dem besten Bankkonto, als die mit dem besten, größten, liebenden, wunderbarsten Einfluss, weil sie doch Schöpferin ist. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Und da ist kein Wenn und Aber. Da ist kein Blablabla, bla, bla, da ist nur. Ich verstehe es, ich will es, ich weiß es, ich spüre es, ich habe es schon immer gespürt. Ich weiß, ich habe es im Außen immer wo gesucht, wo es nicht ist. Ich habe alles probiert zu erfüllen, zu machen. Und alles war falsch, es war daneben, weil es da drin ist, weil es bei mir ist, weil es schon immer da ist. Und weil ich es nicht suchen gehen muss an irgendeinem äußeren Platz, weil meine Reise ist meine Divine Design Reise. Meine. Ich. Und nicht du, weil du so schlau bist. Und nicht du, weil du es schon geschafft hast. Und nicht du, weil du in einem besseren Umfeld aufgewachsen bist. Und nicht du, weil du mehr Geld hast. Sondern ich, weil ich's will. Ich, weil ich weiß, ich bin's. Ich, weil ich aussteige aus diesem ganzen Human Gängel und unterdrück und gemache und getue, weil es nichts bringt, weil da die Türen nicht aufgehen, weil ich irgendwo weiß, dass es nicht das ist, was funktioniert. Weil es einfach nicht funktioniert.
Für keinen komplett. Für niemanden. Und vielleicht siehst du irgendwo jemanden, der erfolgreich ist im Geld oder in der Beziehung oder sich selber geheilt hat. Aber willst du nicht das Ganze? Willst du nicht die komplette Lösung? Willst du nicht einfach wissen, wie es für alles zu lösen ist? Willst du nicht einfach wissen, wie alles in dir ist? Willst du nicht einfach wissen, dass das jetzt raus will? Und der Rest tut weh. Der Rest ist Lüge. Der Rest ist absoluter Betrug. Alles, was dir sagt, du musst, um zu heilen, das und das machen. Du musst, um reich zu werden, das und das machen. Nein, du musst die Version in dir aktivieren, die in göttlicher Fülle, Liebe und Perfektion weiß, dass sie schon alles hat. Und das ist innen, innen, innen. Nächstes im Außen, Außen, Außen. Solange du etwas brauchst im Außen, solange du einen Beweis brauchst, solange du eine Person brauchst, die dir zuspricht, bist du nicht frei. Bist du nicht unabhängig. Bist du ein Fähnchen im Wind. Bist du abhängig vom Wetter, von der Schumann-Frequenz. Bist du abhängig von der Sternenkonstellation, bist du abhängig von einem Lächeln von außen, bist du abhängig, was XY sagt, lässt du dir den Tag versauen, weil irgendjemand etwas gesagt hat, was dir nicht entspricht. Das kann's doch nicht sein. Ein Fähnchen im Wind. Da ist alles drin. Alle sagen's, mach's aus dem Herzen. Ja. Und wer bist du, wenn du es aus dem Herzen machst? Was glaubst du, was denkst du, was fühlst du, wenn du es aus dem Herzen machst? Glaubst du trotzdem noch, dass wenn du es aus dem Herzen machst, dass du irgendwo dich anpassen musst, dass du irgendwas befolgen musst, dass du doch gar so liebevoll sein musst und Dinge lieben, die du eigentlich verabscheust? Glaubst du das? Und dann wirst du da nicht weiterkommen. Weil aus dem Herzen zu machen, das bedeutet, dass du ein Herz bist, dass du ein Gott bist, dass du ein Herz bist, ein Herz, das Leben einhaucht, ein Herz bist, das aus höchster Quelle kreiert und erschafft. Genau das. Darum geht's. Wer bist du, wenn du es aus dem Herzen machst? Wer bist du? Dein Verstand weiß das nicht. Dein Verstand weiß ein bisschen was. Der weiß, wenn ich es aus dem Herzen mache, der hat auch wieder, wenn ich es aus dem Herzen mache, hat es 100.000 Bedingungen. Wenn ich es aus dem Herzen mache, hat es 100.000 Bedeutungen. Ja, wenn ich was vom Herzen gebe, darf ich nicht dafür empfangen. Wenn ich vom Herzen hier meine Teachings abgebe, dann muss es gratis sein. Wie lange habe ich gebraucht, um zu erkennen, dass nur das, was ich glaube, die Wahrheit ist. Und wenn ich glaube, dass es von Herzen heißt, nicht empfangen zu dürfen, meine Welt, dann bin ich eine, die von Herzen gibt und nicht von Herzen empfängt. Ist es wirklich so gedacht? Ist es so gedacht? Nein, es ist nicht so gedacht. Es sind ganz viele Dinge, die uns erzählt werden, nicht so gedacht. Es sind ganz viele Sachen, die uns ein schlechtes Gewissen machen, nicht so gedacht. Aus einem schlechten Gewissen erlauben wir uns ganz viele Sachen nicht. Aus einem schlechten Gewissen erlauben wir uns nicht, in unsere Größe, in unsere Göttlichkeit, in unser Divine Design einzutreten. Weil wir müssen ja zu den Menschen dazugehören. Aber wie wär's, wenn die Menschen lernen müssen, in ihrer göttlichen Version aufzutreten, um dann genau dahin dazu zu gehören, wo sie eigentlich hergekommen sind, in das Höchste, in die höchste Liebe, in die Bedingungslosigkeit. Bedingungslos heißt nicht, ich muss einfach so alles lieben, sondern das heißt, es gibt keine Bedingung für mich, ob ich etwas lieben kann oder nicht. Ist doch ein ganz anderes Ding. Ist doch ein ganz anderes Ding, als wenn es sagt, du musst bedingungslos lieben, wenn irgendwas schlecht ist. Nein, ich kann es bedingungslos in die Perfektion transformieren. Das heißt das. So anders.
Und so viele andere Perspektiven habe ich für dich auf Lager. Und so viele andere Wahrheiten habe ich für dich auf Lager, die sofort mit deinem Herz resonieren, wenn ich sie dir sage. Weil es die Wahrheit ist. Weil es die Wahrheit über unser Sein ist. Weil es in deinem Divine Design schon verankert ist. Und dahin begleite ich dich, dass du eine Resonanz zu der höchsten Wahrheit wirst. Aus der höchsten Liebe, aus der höchsten Schönheit. Und das merkst du, sobald eine Abhängigkeit oder eine Bedingung rein gebastelt ist. Du kannst nur, wenn du. Dann weißt du, es kommt nicht aus der höchsten Quelle. Es ist nicht eine göttliche Vorstellung. Es ist nicht eine göttliche, perfekte, Fülle, angefüllte Aussage. Du kannst es immer. Weil du bist es immer, weil du bist es immer schon, weil es schlummert in dir und jetzt ist es an deiner Zeit, diese Divine Design Reise anzugehen und diesen ganzen menschlichen Mantel, diesen Panzer aufzuknacken und in diese Metamorphose einzutreten und diesen Schmetterling rauszulassen, der da drin wartet, 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 bis du endlich deine Schale knackst und deine Schale ist kein Schutz, das ist auch kein Panzer, das sind blöde Gedanken. Sachen, die du gelernt hast, die dir sagen, du brauchst einen Panzer. Sachen, die du gelernt hast, die dir sagen, es ist gefährlich aufzumachen. Sachen, die du gelernt hast, die dir sagen, es ist gefährlich, mich zu zeigen. Sachen, die du gelernt hast, die dir sagen, es ist gefährlich, präsent zu sein. Sachen, die du gelernt hast, die dir sagen, es ist gefährlich, mich gut, klasse, geil, außergewöhnlich und wunderschön zu fühlen. Darum geht's. Und ich möchte, dass die Frauen sich aufknacken und endlich zeigen, wie schön sie sind. Weil jede Einzelne ist so schön. Wir haben auch gestern einen Mann dabei gehabt und auch der ist so schön. Und in seinem Kopf sind Gedanken und Vorstellungen, die ihm das Gegenteil erzählen. Und diese Gedanken zu switchen aus der göttlichen Perspektive heraus, das ist doch so ein geiler Job, das ist so eine geile Arbeit. Das ist sowas, was so Spaß macht. Und ich möchte die Leute, die mit mir reisen, diese Divine Design Reise, ich möchte, dass ihr das weiter tragt, dass ihr das in euren Alltag, in eure Arbeit einbaut, weil das ist das Einzige, was wahr ist, weil es bedingungslos ist. Und Liebe heißt eben nicht lieb haben, sondern Liebe heißt Begeisterung in Wahrheit. Mit diesem Wort Liebe, da bauen wir uns so viel Schranken und Beschränkungen, wenn wir sie nicht rausnehmen in das. Bedingungslose Liebe, da sind so viel Sagen und Märchen auch wieder darum gewebt worden und die sind alle voll Bedingungen. Alle. Alle Sagen und Märchen. Für die Leute, die erleuchtet sind und erleuchtet halt nur so viel, ich hab's verstanden, dass ich eben nicht hier Human Design bin, sondern Divine Design. Und schon bist du erleuchtet, dann hast du es verstanden. Und dann gehst du und versuchst mehr und mehr aus dieser Erleuchtung, aus dieser Klarheit. Leuchte heißt klar und wahr. Leuchte heißt, oh, ich hab's verstanden. Es wird hell hier. Ich denke nicht mehr in diesen dunklen, beschränkten Gedanken, sondern ich bin erleuchtet. Ich sehe das Licht. Ich sehe, dass ich mir hier einen Scheiß eingeredet habe, der überhaupt nicht dem entspricht, wie das Leben und die Welt funktioniert. Dann bist du erleuchtet. Und nicht, wenn du da sitzt wie ein Buddha und nichts machst und was weiß ich nicht was. Erleuchtet bist du dann, wenn du es kapiert hast, wenn es gemacht hat. Boah, 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 Erkenntnis, Erkenntnis, Erkenntnis. Und weißt du, wie viel Leuchten da angehen? Erst im letzten Programm hat eine gesagt, und ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und mir sind die Lichter angegangen wie beim Weihnachtsbaum. Das ist Erleuchtung. Zack, 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 Erkenntnis. Da wollen wir hin, so wollen wir leben. Und nicht wie irgendwas, was wir uns vorstellen, wie ein Yogi oder sonst irgendwas. Wir wollen es verkörpern. Wir wollen das Schöne hier aus dieser Welt
rausmanifestieren, rauskitzeln, da ist noch so viel mehr Schönes. Und schön ist begeisternd. Schön ist freudig. Darum geht's doch. Und nicht einfach nur um einen außergewöhnlich beschränkten Zustand, wie zum Beispiel irgendwas, egal welcher, ein Yogi-Zustand, alle Zustände, die wir kennen, anzunehmen, um dann zu sagen, ich bin erleuchtet. Sondern, wie sieht's aus, wenn ich erleuchtet bin, wenn all meine Weihnachtsbaumlichter angehen und es macht so, wow, 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 ich darf alles sein, ich darf alles wollen, ich darf mir alle Wünsche wünschen, ich darf alles in Liebe und Schönheit transformieren, ich kann heilend wirken, nur alleine dadurch, dass ich das Heile sehe, dass ich Heil kenne, dass ich Divine kenne, dass ich Divine Design kenne. Ich muss nichts machen dazu. Way, oder? Aha, endlich, 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 endlich. Ich habe immer gedacht, ich muss das. Ich habe immer gedacht, ich muss erst das. Ich habe immer gedacht, nichts musst du. Musst nur da. Endlich erkennen, hier im Kopf, was es heißt, Gehirn und Herz zu verbinden, ohne Bedingungen, ohne Bedingungen, weil alles schon da ist, ohne dass du irgendwas erfüllen musst, ohne dass du weiter was lernen musst, sondern nur Erkenntnis, Erkenntnis, Klarheit, Wahrheit, Bullshit weg, Lügen weg, Einschränkung weg und wow, es ist schön. Wow, jetzt spüre ich es, was Liebe heißt. Wow, ich muss für Liebe gar nichts machen. Ich muss nicht besser werden, ich muss nicht irgendwas sagen, ich muss mich nicht verstellen. Wow, plötzlich fange ich an, die Liebe in mir zu spüren, die nämlich bedingungslos ist und die einfach heißt, geiles Leben. Außergewöhnlich, alles viel schöner als ich dachte, alles viel einfacher als ich dachte, alles ja eigentlich schon da. Okay, let's go. Also, Divine Design Reise startet. Melde dich bei mir, wenn du noch Fragen hast. Melde dich an auf meiner Homepage. Es ist so eine geile Reise. Wir fangen alle an mit der Foundation, auch wenn du sagst, ja, Foundation habe ich ja schon, aber du weißt, ein Fundament richtig wieder zu wiederholen, dieses Fundament, ich mache das die ganze Zeit. The Foundation, das Teaching, was ich da gebe in diesen 6 Wochen, ist etwas, was ich jeden Tag wiederhole für mich. Jeden Tag. Sonst vergesse ich's. Jeden Tag mache ich The Foundation. Und jeden Tag gehe ich einen Schritt aus der Foundation raus und sage, wow, wo ist the bigger game? Wo ist the bigger game? Jeden Tag challenge ich mich. Jeden Tag gehe ich raus und gehe wieder zurück in mein Human Design. Und dann erinnere ich mich an the Foundation. Dann gehe ich wieder raus und weiß, wer ich wirklich bin aus meinem Divine Design. Und das ist Leben. So gehört es sich zu leben. So. Und das kann jeder. Und es ist für jeden gewollt. Für jeden ist es gewollt. Jeder spürt es, dass das, was wir beigebracht kriegen, nicht gewollt ist. Also ich stehe auch noch zur Verfügung für private Gespräche, für 1:1 Gespräche. Kannst du auf meiner Homepage buchen, einen Termin oder auch mir schreiben. Der Foundation plus The Bigger Game, 3.333 € bis Weihnachten, bis 24.12. buchbar. Danach kostet es 4.400 €. Und was nächstes Jahr ist, ist das The Foundation, werde ich nicht mehr live teachen, sondern es wird ein Online-Kurs sein und ich werde nur noch The Bigger Game und The Ultimate machen, weil ich will auch weiter. Ich will so viel mehr. Und ich will euch zeigen, dass alles schon da ist. Ich will euch zeigen, dass es nur die Frage drum ist, wo bin ich gerade? Wo bin ich mit meinen Gedanken? Wo bin ich mit meinen Überzeugungen? Wo bin ich mit dem, was ich glaube, wer ich bin? Wo bin ich eben mit meinem Selbstbild, mit meinem Selbstkonzept? Und wo will ich hin? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich werde nachher die ganzen Aufzeichnungen noch bearbeiten und verschicken. Und dann gibt es auch noch die Auslösung von der Divine Design Reading
gepreist von dem Preis, wer den Preis gewonnen hat. Ich glaube, ich kann es heute schon verkünden, wenn ich es schaffe zeitlich. Und dann könnt ihr euch das auch noch einlösen und ihr könnt sie auch buchen einzeln, diese Divine Design. Aber es ist alles da. Es ist alles da. Ich bin nur da, um dich daran zu erinnern, dass es schon da ist. Ich bin nur da, um dir helfen, diesen ganzen Human Quatsch loszulassen und in deine Göttlichkeit aufzusteigen. Und nicht, weil ich so toll bin, sondern weil du so toll bist. Nicht, weil ich die Intelligenz mit Löffeln gefressen habe, sondern weil das Divine Design in dir schon veranlagt ist, weil alles schon bei dir drin ist, weil es nur darum geht, den ganzen Kram, der es ein- und verstaubt hat und eingemauert hat, loszulassen, weil es darum geht, weil es nur um dich geht, weil es deine Reise ist, weil ich nicht der Guru bin, sondern weil ich dir zeige, dass du dein eigener Guru bist. Genau darum geht es bei mir. Und nicht um irgendwelchen Fame zu haben für mich, sondern um diese ganzen göttlichen Gesetze auf Erden hier zu bringen. Bis dann!